Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Zuschauer auf der Galerie, liebe Steirerinnen und liebe Steirer. Vor fast genau 41 Jahren, am 23. Juni 1981, wurde ich gemeinsam mit Waltraud Glasnik im damaligen Steirmärkischen Landtag angelobt. Landeshauptmann Dr. Josef Kreiner holte Waltraud vom Bundesrat zurück, damit nach der Wahl von Johanna Jamnek in den Stadtsenat von Graz weiterhin zumindest eine Frau unseres Clubs dem Landtag angehört. Insgesamt waren es damals bei 56 Abgeordneten 3 Damen. Heute steht es fast 50-50, zumindest in der Mehrheitsfraktion, und das ist gut so. Denn die Steiermark ist weiblich und wir tun gut daran, mit dieser Stärke in die Zukunft zu gehen. Ich wurde am 16. Juni 2015 Landeshauptmann. Da war der Traum, Landeshauptmann zu werden, eigentlich schon ausgeträumt. Aber die Wählerinnen und Wähler haben mich 2019 eindrucksvoll bestätigt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich ersuche Sie, Sie, die Abgeordneten zum Steiermärkischen Landtag oder zum Landtag Steiermark, Christopher Drexler heute mit einem Vertrauensvorschuss auszustatten. Ich kenne ihn gut. Er ist 51, das ist die nächste Generation. Er kann das Land in die Zukunft führen und hat viel vor. Er ist ein Meister des Wortes, der Strategie, der Taten, auch der Visionen. Er kennt die Mechanismen der Politik und wird in der Lage sein, wenn es notwendig ist, sich auch gegen den Bund durchzusetzen. Das ist unabdingbar, ich weiß das sehr genau. Aber er braucht dafür die Unterstützung der Regierung und des Landtages. Jahrelang hat es geheißen, die Alten müssen weg, die Jungen müssen her. Keines von beiden ist richtig. Richtig ist, die Besten müssen ran. Qualifikation ist keine Frage von jung und alt, aber eine Frage der Reife. Nicht nur der politischen, sondern auch der menschlichen. Das ist Christopher Drexler. Ein Intellektueller, gewiss, aber sehr sensibel und nachdenklich, das weiß ich, ich kenne ihn gut. In Wahrheit, Christopher, bist du nah am Wasser gebaut. Er wird vieles anders machen und neue Pfade gehen. Das Land braucht neue Spuren. Wer sollte sie ziehen, wenn nicht er? Das Amt zur richtigen Zeit in die richtigen Hände zu geben, war ein großer Wunsch von mir. Zu oft erfolgten Übergänge im Streit, abrupt oder auch nach Wahlniederlagen. Ich habe die Übergabe lange im Kopf gehabt und für die Mitte der Legislaturperiode vorgesehen. Jetzt ist es soweit und ich habe diese Übergabe gut vorbereitet. Was muss man mitbringen können und mitbringen wollen für dieses Amt? Freude an der Arbeit und an den Pflichten, die die Arbeit mit sich bringt. Liebe zum Land und den Menschen. Verantwortung und die Bereitschaft, sich dieser Verantwortung auch zu stellen. Härte, wo es die Entscheidungen einfach verlangen. Auch zu sich selbst. Nicht davonlaufen oder vom Weg abbiegen, wenn es holprig wird. Und immer die Fähigkeit, den Unterschied zwischen Beliebtheit und Beliebigkeit zu erkennen. Lieber Christopher, du bist sehr, sehr gut vorbereitet. Ich wünsche dir für die Zukunft
eurer Regierung und dem Landtag von Herzen alles erdenklich Gute und ich wünsche dir eine gute Hand fürs Land. Heutigen Tag aus dem Amt scheide, habe ich Dank zu sagen. Ich danke den Landeshauptleuten, mit denen ich in den letzten 52 Jahren zusammenarbeiten durfte. Vater Josef Greiner, Friedrich Niederl, Dr. Josef Greiner, Walter Glasnik und Franz Wobes. Und ich danke in Verbundenheit dir, lieber Anton Lang, meinem Koalitionspartner, und allen im Landtag vertretenen Parteien. Hier im Landtag gibt es oft harte Debatten, aber selten sprachliche Grenzüberschreitungen, wie sie anderswo an der Tagesordnung stehen. Und ich danke ganz besonders meinem politischen Ziehvater Franz Wegert und auch Franz Hasiper. Von beiden habe ich sehr viel gelernt. Wenn man seit 1970 in der Politik tätig ist, gibt es logischerweise Erfolge, aber auch Niederlagen. Man macht hoffentlich viel richtig, aber man macht nicht wenig auch falsch. Ich danke aufrichtig allen, die mich auf meinem politischen Lebensweg gefordert, gefördert und unterstützt haben. Und ich bitte jene um Verzeihung, die ich wissentlich oder unwissentlich beleidigt oder gekränkt habe. Die Steiermark steht gut da. Wir sind das Forschungsland Nummer 1, wir sind ein Exportland, wir sind ein Land der Innovation und wir rücken als Wirtschaftsmotor an Oberösterreich heran. Unsere Universitäten, unsere außeruniversitären Einrichtungen und unsere großen und kleinen Unternehmen sowie unsere landwirtschaftlichen Betriebe sind mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Herzschlag unseres Erfolgs. In den letzten Jahren gab es auch harte Zeiten, Amokfahrt, Flüchtlingswelle, Pandemie, Krieg vor der Haustür. Eine Zeit, die Brüche in die Gesellschaft gebracht hat und die uns alle an die Grenze der Belastbarkeit geführt hat. In dieser Zeit in eine Familie eingebettet zu sein, die nicht alles widerspruchslos zur Kenntnis nimmt, aber den Rücken stärkt, ist eigentlich ein Gottesgeschenk. Ich hätte meine politische Arbeit ohne meine Frau Marianne nicht so intensiv ausüben können. Sie hat immer alles mitgetragen und ist seit mehr als 43 Jahren meine größte Stütze. Sie ist die Mitte unserer Familie. Ich bin dir unendlich dankbar. Und ich bedanke mich bei unserer Tochter Elisabeth und bei unserem Sohn Thomas mit der Schwiegertochter Malis sowie unseren Enkeln Johanna und Matthias. Ich bin stolz auf euch. Erfolg setzt kompetente und treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voraus. Ich danke allen, die mich am Glockenspielplatz, in der Keplerstraße, im Club, im Landhaus, in der Burg und am Karmeliterplatz begleitet haben. Ich hatte immer ein tolles Team, habt Dank dafür.
Hohes Haus, machen Sie einen Blick auf die Landkarte. Dann wissen Sie, wir leben und arbeiten in einem besonders privilegierten Flecken dieser Erde, im grünen Herzen Österreichs. Wir haben Frieden, Freiheit und Wohlstand. Wenn Sie auf den Globus schauen, wissen Sie, das wird fast schon zur Ausnahme im Weltgeschehen. Wir dürfen nicht vergessen, es kann auch bei uns in der Sekunde anders sein. Deshalb braucht es gerade in der Gesellschaft und in der Politik Brückenbauer, mehr Miteinander und den Dialog. Gäbe es den Dialog, gäbe es keinen Krieg. Ich habe im letzten Wahlkampf etwas gesagt und ich sage es heute wieder. Zusammenarbeit ist mein Weg. Zusammenarbeit war mein Weg. Die Steiermark ist mein Leben. Die Steiermark bleibt mein Leben. Schauen Sie gut auf unser Land. Ein steirisches Glück auf.